Ich bin in die Pflege gekommen, weil mich in meinem Ursprungsberuf, nachdem ich mein Kind bekommen habe, keiner mehr wollte. Und ich habe in den Nebenjobs gemacht, die ich nachts gemacht habe. Und ich wollte endlich wieder tagsüber arbeiten. Und somit habe ich die Pflege ausprobiert. Also ich bin dazu gekommen durch meine Ex-Freundin, die ist Krankenpflegerin gewesen und hat mir viel erzählt. Und ich wollte als Maurer halt über Winter nicht arbeitslos werden. Und deswegen bin ich einfach früh morgens mal ins Heim gegangen und habe gesagt, hier bin ich. Seitdem bin ich in der Pflege. Bevor ich in der Pflege gearbeitet habe, war ich Mutter, aber habe 5 Kinder großgezogen. Ja, dann wurde mir vom Arbeitsamt vorgeschlagen, wollen Sie nicht mal die Pflege ausprobieren? Und dann habe ich erst Betreuung gewählt. Und da in dieser, das war eine Kurzausbildung, und da war Betreuung und Pflege drin. So bin ich da reingekommen. Und dann hat mich die Pflege einfach mehr interessiert. Mir macht die Arbeit mit den Menschen viel Spaß. Ich stehe gerne helfend zur Seite. Ich bin von Grund auf ein hilfsbereiter Mensch. Das kommt in diesem Beruf ganz gut an. Man wird unterstützt, wenn man Probleme hat oder so. Und deswegen bin ich sehr gerne hier. Ich konnte mir das früher nicht vorstellen, aber es ist wirklich ein wunderbarer Job. Weil ich das sehr, sehr spannend finde, mit älteren Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich kann unheimlich viel lernen von denen. Ich habe eine Weiterbildung zur Pflege gemacht, eine Fortbildung zur Präsenzkraft in der Pflege. Bin dadurch über die Zeitarbeitsfirma habe ich reinschnuppern können in die Pflege. Ja, habe dann 4 Jahre in einem Altenheim als Assistent gearbeitet, habe gewechselt zu den Johannitern, habe 2 Jahre hier auch noch als Assistent gearbeitet und dann durfte ich die große Pflegeausbildung machen. Habe mein Examen dann bestanden und habe vor einem Jahr den Anleiterkurs gemacht. Also mein Werdegang in der Pflege ist, dass ich als Pflegehelfer angefangen habe, habe dann in mehreren Heimen gearbeitet und habe dann nachher die Chance gekriegt, die Ausbildung zu machen und habe dann die Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und habe jetzt die Chance gekriegt, Praxisanleiter zu machen und habe die Ausbildung auch abgeschlossen. Ich würde jedem empfehlen, einmal in den Pflegeberuf reinzuschnuppern, weil ja, der Ruf ist immer nicht so der beste, aber die Arbeit ist so toll. Die geben einem so viel zurück, die Leute, und es macht wirklich Spaß. Ich würde einfach mal sagen, dass die Leute sich das mal angucken sollen, gucken, ob es ihnen passt. Und ich glaube, dass 80 bis 90% in der Pflege bleiben werden, weil das wirklich ein schönes Arbeiten ist.